war, dann würden sie sterben oder verbrennen, was ja im Prinzip das gleiche ist. Oder verletzen sich durch die, durch den Brand. Ja, aber dass sie brennen und es denen nichts ausmacht, dann ist es nicht so ganz normal. Sag ich mal, so, Smitty ist hier, was hängt der da rum, wollte gerade sagen. Das ist doch Hey schon du! lange bekannt. Hat nichts zu sagen, okay. Nein, die will ich. Bring mir was. Nein, nein, nein. Jetzt nicht. Spiel speichern. Mit dem können wir jetzt reden. Meinst du, Greg mir geht wahrscheinlich noch das nicht. Ach ja, besser? genau, Samuel wollte ich ja. Mit dem können wir ja bestimmt noch jetzt hier die Sache mit dem Trank abklären. Da war hier irgendwas. Ich würde gerne wissen, wo dieser Faller hin ist, oder Fauler, oder der faule Faller, oder was auch immer. Egal, erstmal hier. Okay, nichts Neues. Dann dauert es eben noch ein bisschen. Was machen wir jetzt am besten? Neues Rezept, ja, ich sehe, ja, lebendiges wollten das wagen. Ich gucke erstmal, ob ich eine bessere Waffe bekomme. Aber wirklich ohne Waffe hat das überhaupt keinen Sinn. Na? Schon einen Schnaps getrunken, der haut nämlich voll rein, Kollege. Ohne Scheiß, Mann. Dann klebt dir die Unterlippe an der Oberlippe. Hey du! So, nee, der hat auch nichts zu sagen. Ja. Jo, und man sieht überall, wo wir langgelaufen sind. Glaubst du wirklich daran? Oha, was ist da denn los? Aha, was macht der denn, ne? Ach, du Bilde Hey, Langschläfer, so verdient er sein Geld, alles was? klar. Wer? So, ich dachte schon, du wärst Skip oder Matt. Sag mal, hast du gerade ein wenig Zeit? Sicher, worum geht es? Ich brauche dringend eine Portion Sumpfkraut. Aber unser Vorrat ist in dieser verschlossenen Truhe. Seit ein wirklich ausgetüfteltes Schloss. Man benötigt drei Schlüssel, die gleichzeitig umgedreht werden müssen, um die Truhe zu öffnen. Einen Schlüssel habe ich. Die anderen beiden bewahren Skip und Matt auf. Und die beiden Schweine wollen mir nichts mehr geben, weil ich angeblich meine Ration schon aufgebraucht habe. Ich kann zwar ein Schloss knacken, während ich meinen eigenen Schlüssel umdrehe, aber zwei Schlösser gleichzeitig, selbst für mich zu viel. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Hehe, wir verstehen uns also. Entweder du bringst mir einen der beiden Schlüssel, oder du knackst das dritte Schloss. Ich kann dir beibringen, wie du richtig mit dem Dietrich umgehst, oder wie du den beiden Herren ihren Schatz aus der Tasche ziehst. Bring mir was bei. Ah, genau. Zeig mir, wie ich unauffällig Taschen leere. Wenn du jemanden beklauen möchtest, musst du dein Opfer in Sicherheit wiegen. Ich habe die Leute immer angequatscht. Das funktioniert prächtig. Wenn du zugreifst, dann sei dir sicher, dass dein Gegenüber nichts merkt. Außerdem, trainiere deine Geschicklichkeit. Je geschickter du bist, desto besser erkennst du eine gute Gelegenheit. Und desto eher kannst du deinem Opfer seine Sachen abnehmen, ohne dabei erwischt zu werden. Bring mir was bei. Haben wir noch genug Punkte? Zeig mir, wie ich Schlösser Ja. knacke. Schlösser knacken ist die hohe Kunst der Diebe. Du brauchst eine Menge Fingerspitzengefühl und Intuition. Und ein paar gute Dietriche. Allerdings sind manche Truhen mit speziellen Schlössern versehen, die sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen lassen. Wenn du also vor dem Schloss kniest, dann drehe deinen Dietrich nach links oder rechts. Wenn du ihn zu stark oder zu schnell bewegst, dann wird er dir abbrechen. Aber je geschickter du wirst, desto leichter wird dir der Umgang mit deinem Werkzeug von der Hand gehen. Okay, Geschicklichkeit. Was springt für mich dabei raus? Was denn? Reicht dir kostenloser Unterricht etwa nicht? Nun gut, du kannst noch ein wenig von dem Kraut bekommen. Von mir erfährt keiner was. Was bekomme ich, wenn ich dir beide Schlüssel bringe? Eigentlich brauche ich nur einen Schlüssel. Das dritte Schloss kann ich knacken. Aber ich will mal nicht so sein. Neben dem Sumpfgras sind noch ein paar andere hübsche Dinge in der Truhe. Wir finden dann schon etwas, das niemand vermissen würde, wenn du es dir nimmst. Okay. Okay, ich bin dabei. Sehr gut. Sag Bescheid, wenn du einen Schlüssel hast oder bereit bist, das dritte Schloss zu knacken.
Aber beeil dich. Lange halte ich es nicht mehr ohne Gras aus. Klar. Wo finde ich Skips Schlüssel? Ich glaube, er versteckt ihn irgendwo in seiner Hütte. Aber ich habe mich dort bereits umgesehen, als er das letzte Mal in Korinnes war und nichts gefunden. Er muss an einem wirklich guten Versteck liegen. Wo bewahrt Matt seinen Schlüssel auf? Matt hütet den Schlüssel wie einen Schatz und trägt ihn ständig bei sich. Der einfachste Weg wäre es also, ihm den Schlüssel aus der Tasche zu ziehen. Ich würde es ja selber machen, aber bei mir ist er so misstrauisch, das würde niemals funktionieren. Er hat aber auch eine Schwäche für Schnaps. Vielleicht kannst du ihn damit ausschalten. Der Kerl verträgt aber einiges. Okay, pass mal auf. Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Skip kriegt man bestimmt irgendwie irgendwo einen Schlüssel. Der muss bestimmt irgendwo sein. Es kommt nur auf die Kraft an. Ich also, glaube, ich weiß sogar, nicht so. Ist der vielleicht irgendwo... Nee. Dahinter? Nee. Das ist doch schon lange bekannt. Nein. Hier auch nirgends. Vielleicht irgendwo an der Decke. Da war eben was, oder? Nee, der war noch im Bett, ne? Oder man ist es weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ist er vielleicht hier? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Oder vielleicht in der Truhe? Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ach, stimmt. Gut, erstmal mit ihm reden. Man musste es ja so kommen. Nein, keine Rede. Lass uns handeln. Ich brauche ja, Dietriche, mein Freund. Wirklich behauptet. Ich nehme auch direkt alle fünf. Ich will mich da nicht einmischen. Meinst du, mir geht es besser? So. Suchen wir mal. Das interessiert mich. Sag mir. Toll, jetzt haben wir noch mehr Dietrich, aber keinen Schlüssel. Das ist ja sehr genial. Ich glaube ja nicht, dass er. Ist ich irgendwo am Haus? Nee, ne? Ich bin ganz deiner Meinung. Oder auf dem Dach vielleicht. Wird sich das jemals ändern? Ist auch total unauffällig, wenn jemand auf dem Dach rumläuft und einen Schlüssel sucht. Ich bin ganz deiner Meinung. Was machst du? Hä? Was ist jetzt passiert? Der weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Oh Gott. Hey! Was ist passiert? Dieses verdammte Bild hat sich von der Wand gelöst gemacht. Und ist auf den Boden gekracht. Ich habe dahinter einen Schlüssel versteckt. Den suche ich nun. Falls du ihn findest, sag mir Bescheid. Und selbst ist er da nicht drauf gekommen. Kein Problem. Ich bin... Da ist er ja. Ich bring ihn dem gleich, aber jetzt noch nicht. Jetzt hätten wir schon mal einen Schlüssel. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Der Matt, der ist anscheinend erstmal schwach. Also, nee, nicht schwach, er ist stark, was es trinken angeht. Sprich, wir müssen ihn richtig was reinpfeffern. So. Nein, obwohl, speichern. Aber wir sind, glaube ich, nicht geschickt genug. Da müssen wir vielleicht erstmal. Er konnte mir das nochmal beibringen. Bring mir etwas. Ja, nein, Einhand. Der war, glaube ich, Stärke oder sowas. Wir können mal geschickt, aber von hier, Brandon oder was? Ich glaube ja. Hey! Bin mir nicht mehr sicher. Bring mir was bei. Ja. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Komm wieder, wenn du mehr. Nein. Er hat sich 10 Punkte. Naja, naja. Also gehen wir erstmal zu Samuel und kaufen was richtig Hartes. Was richtig rein scheißt, ja. Mal kotzen muss. Also richtig kotzen, damit die Galle mit rauskommt. Entschuldigung. Guten Appetit an diejenigen, die gerade was essen. So. Hey, du. Auf. Gib mir das Härteste, was du hast. Ist mir egal. Hast du etwas mit Feuer? Ah, ein Suchender. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ein echter Schnaps sollte klar und stark sein. Er muss die Kehle runterfließen wie flüssiges Feuer. Genau. Das findet man verdammt selten. Aber ich rede wieder zu viel. Du willst was trinken. Hier, mein eigenes Rezept. Wie findest du es? Es heißt schneller Hering. Bei Adonis. Ja, das will ich meinen. Oder nehmen wir den da. Gib mir den doppelten Hammer. Mach dich nicht unglücklich, Kleiner. Ich hoffe, der ist nicht für dich.
Nö, nö. Der Doppelhammer. Hab ich denn jetzt getrunken? Sieht gefährlich aus. Was habe ich jetzt alles dabei? Nebenwirkung unbekannt. Doppelhammer. Warum rennen wir jetzt so? Ich habe doch gar nicht getrunken. Egal. Hui. Ich freue mich immer wenigstens schneller unterwegs. Naja, egal. So. Mal speichern und wo ist denn jetzt der Matt? Ist der Matt auf der hey, Matte? Naja. Lust auf einen ordentlichen Schluck. Lust auf einen ordentlichen Schluck? Aber immer doch. Was hast du anzubieten? Na, wat wohl hier? Meine Güte, was hast du mir denn da eingeschenkt? Das haut ja selbst mich aus den Latschen. Ich muss mich hinlegen. Boah, da haben wir warte mal. Einiges gegeben hier. Da war er platt, ne? Und das Schlüssel haben wir auch noch. So, gehen wir erstmal hier zu Bill. Wir haben beide Schlüssel dabei. Beide Schlüssel. Ich habe beide Schlüssel. Wahnsinn. Hätte ich dir nicht zugetraut, dass du beiden den Schlüssel abluchsen kannst. Ah. Wunderbares Sumpfkraut, komm zu mir. Hier erstmal ein paar Sumpfstängel. Aber ich habe dir ja noch mehr versprochen. Du hast drei Dinge zur Auswahl. Einen Zaubertrank. Fowler meinte, der Trank würde deine Fähigkeiten permanent steigern, aber konnte nicht sagen, welche. Da müsstest du also auf Risiko gehen. Einen wunderbaren Rapier. Daraus sollte kein Pirat verzichten. Oder dieses magische Amulett. Wenn du das trägst, fallen die Schläge deiner Gegner von dir ab, als wärst du aus Stein. Nun, was möchtest du? Ich würde es riskieren und den Trank ausprobieren, gib mir den Rapier. Wir brauchen zwar eine gute Waffe, aber boah, das ist richtig unfair. Ich nehme mal den Trank, weil der... Nee, Rapier. Gib mir den Rapier. Die oder Wahl Rapier. Eines echten Piraten. Rapier, scheißegal. Der war heftig, ne? Was? Nur 50 Geschicklichkeit? Ah, nein! Und noch ein Bonus, also der haut rein, der wäre wahrscheinlich auch das meiste wert. Ich brauche drei Schlüssel, ja, die hat der andere. Oh, wir können durch die Truhe durchlaufen. Aber wir brauchen jetzt auch... Warte mal! Was ist los? Bei Innos, was hast du Matt denn eingeflößt? Der ist ja völlig weg das und bekommt überhaupt Sache. Nicht mehr mit, was um ihn herum geschieht. Egal, gib den Schlüssel wieder her, ich muss Skip geben. Von glaub selbst ich. Ist der da nicht drauf gekommen. Oh, das ist eine Quest? Nee, ne? Ja, was haben wir jetzt erledigt? Ach, drei Schlüssel zum Glück, oder was? Wir haben die Truhe aufbekommen. Bill ist sehr zufrieden und raucht jetzt erstmal einige Joints. Ja, wenn es ihm Spaß macht, dann soll er doch so. Kann man ihm jetzt nicht irgendwie helfen oder so? Das ist doch wieso ganz, ne? Naja, dafür werden wir neue Waffen nicht benutzen können, verdammt. Hätte das Amulett nehmen sollen. Oder irgendwas anderes. Meinst du, mir geht es besser? Ach, verdammt. Nein, mir geht's nicht besser, mir geht's schlechter. Hey, du! Ausrauben. Also verdient man. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Muss ein bisschen Erfahrung sammeln. Das geht am besten mit Klauen. Ich hab was anderes gehört. Siehste, geht. Und das Geld kriegt man damit auch noch. Klar. Kann man schön verdienen. Brauchen wir noch 10? Also, da hast du mir wirklich mal einen ordentlichen Schnaps besorgt. Dem werde ich mir in Zukunft häufiger genehmigen. Ach du Scheiß, mach dem nicht mal was aus. Also, das ist nicht gesund, mein Freund. Ich sag's nochmal so. Aber okay, wenn du willst. Das ist doch alles nur Gerede. Also, hier ist nichts drin in dem Raum. Nee, verdammt. Ich weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. So, kann man ja gar nicht ausrauben. Ist schade. Naja. Gibt ja noch ein paar Piraten, okay, ich der nicht. Mich aber gar nicht. Vielleicht Skip. Wird sich das nein. Jemals ändern? Vielleicht von den Heinis da hinten irgendjemand, der kann ich mal vorbei, danke. Hier, der Jenkins oder hat der. Hey! Kann man klauen, bitte? Nein! Ich meine, speichere ich eigentlich so oft ab, naja. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Hey du! Ich kann die Waffe klauen.
Jawohl.